Ganz oben auf unserer Liste der Sehenswürdigkeiten von Brüssel stand natürlich das Atomium. Diese 102 Meter hohe, aus 9 Kugeln bestehende Konstruktion wollten wir uns unbedingt ansehen. Die 9 Kugeln, von denen jede einen Durchmesser von 18 Metern hat, sind mit Rohren verbunden, deren Durchmesser 3 Meter beträgt. Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus Belgien. Wir freuen uns, wenn ihr uns durch das Atomium begleitet. Zum Atomium kann man direkt mit dem Wohnmobil hinfahren. Man kann es auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Wir wählten die spannendste Variante und fuhren die ca. 10 Kilometer vom Übernachtungsplatz in Anderlecht zum Atomium mit den Fahrrädern. So, und nun gute Unterhaltung bei diesem Video. Also 10 Kilometer hat es angezeigt, wie wir losgefahren sind zum Atomium. Und jetzt sind es nur 3,1. Wir sind jetzt schon ein bisschen erfahren, was Radfahren in Brüssel angeht. Ja, so kann man es auch sagen. Aber bevor wir was dazu sagen, zeigen wir euch erst einmal die schöne Aussicht, die wir hier haben. So schaut es hier aus. Herrlich, oder? Ja. Also zum Fahrradfahren. Hier gibt es wahnsinnig viel Einbahnstraße und die meisten davon sind in beide Richtungen zu befahren. Also mit Fahrrädern? Ja, mit Fahrrädern, ja klar. Aber die sind zum Teil so schmal, dass wenn ein Pkw entgegenkommt, meistens steige ich dann ab. Und dann kommt noch eins dazu, die Pkw-Fahrer haben das offensichtlich nicht geschnallt, dass man da mit dem Fahrrad fahren darf, denn ich bin da schon ermahnt worden und manche versperren einen dann mit dem Pkw sogar den Weg, dass man nicht durchkommt. Also es ist auf jeden Fall, durch Brüssel mit dem Fahrrad zu fahren, ist interessant. Man sieht dann auch die Nebenstraßen, die Wohngebäude, die Wohnviertel. Aber man muss schon ein bisschen ein dickes Fell und geduldig sein. Ja, vor allen Dingen halt sehr, sehr, sehr aufpassen. Man kriegt teilweise schon zu spüren, dass man ein Verkehrshindernis ist. Ja klar, weil deine schmale Straße, kein Wunder. Ja. Aber es ist trotzdem interessant, also besser als mit Taxi auf jeden Fall. Taxi war vielleicht sicherer. Aber hast du schon gezeigt, hier ist eine Wand. Das ist der Popeye, oder? In Belgien wurden ja sehr viele Comics erfunden, unter anderem ja auch Tim und Struppi. Und Struppi und noch ganz viele andere. Ja, der Ding da, der Cowboy, wie er da geheißen. Lucky Luke, kam auch aus einer Feder von einem Belgier. Und hier in Brüssel gibt es sogar ein Stadtviertel mit ganz vielen Häuserzeichnungen. Du, vielleicht sind wir jetzt sogar da, weil fahren wir da durch, weil wir da ja jetzt sein. Am Haus sind, wo da so eine Comiczeichnung drauf ist. Ja. Und jetzt zeigen wir euch erst einmal noch die schöne Silhouette und dann geht es weiter 3 Kilometer und dann sind wir beim Atomium. Ja. Also, da sind wir am Atomium. Ja. Und das sieht schon mal sehr spektakulär aus. Ja, das sind insgesamt 9 Kugeln, die zur Expo 1958 gebaut wurden. Jawohl, und da gehen wir jetzt hin und schauen, dass wir ganz hoch kommen. Ja, da soll nämlich ein Lift sein und in die oberste Kugel fahren. Und ich meine, da ist sogar ein Restaurant. Dann gibt es was zum Essen. Mal schauen.
Hättest du das so erwartet oder sie? Nee, absolut nicht. Dieses Farbenspiel hier drin. Irre, ja. Irre, ja. Ganz wir wissen gerade, wo wir sind, in welcher Kugel, weil da geht es von einer Kugel zur anderen. Keine Ahnung, wie das hier. Ja. Vor allem, wenn man nachher zurückkommt. Keine Ahnung. Jetzt kommen dann zwei Ausgänge, kommen jetzt dann. In der Hauptkugel ist das Restaurant, das habe ich schon mitgekriegt. Und da fährt der Aufzug hoch. Okay. Aber echt absolut sehenswert.
in der obersten Kugel angekommen, mit einer Panorama-Aussicht von 92 Meter hoch. Das heißt von 0 bis 92 Meter in 22 Sekunden. Wie es aussieht.